Hallo und herzlich willkommen jetzt hier wieder bei mir. Und diesmal gibt es wieder einen Tweak. Diesmal, wie fährt man Windows schneller hoch? Wie sorgt man dafür, dass es schneller hochfährt? Mir geht's selber so, es dauert ewig und ewig und ewig. Und dann holt man sich einen neuen Computer und es dauert ewig und ewig und ewig. Nun ja, für die ganz Ungeduldigen unter euch, ich kann euch schon mal beruhigen. Wir werden keinen innerhalb von Millisekunden Start hinkriegen. Aber eventuell kann man da ein paar Sekündchen rausholen mit dem nächsten Tipp. Wir gehen also auf Start und tippen mein MS-Config. Wir öffnen das Programm und bestätigen, sobald sie wieder kommt, die Warnmeldung. Und als nächstes klicken wir auf den Reiter System Start. So, hier stehen jetzt alle Programme drin, die beim Systemstart ausgeführt werden. Ich habe diese Liste jetzt quasi schon mal manipuliert. Sozusagen. Und hab das rausgenommen, was ich nicht starten will. Es ist manchmal Vorsicht geboten, was man hier disabled. Und am besten kann man es herausfinden, indem man jetzt hier mal schaut, was für ein Programm das zum Beispiel ist. Und wenn man nicht weiß, ob das gefährlich ist oder nicht, dann geht man in seinen Webbrowser und googelt es einfach nach. Zum Beispiel habe ich jetzt hier eine syntpenh.exe. Und dann bei Windows-Prozess, was ist das? Sieht man jetzt dann, was es genau ist. Und bla bla. Und wofür das ist und ob man das drin haben sollte oder nicht. Ja. Genau, in dem Fall merkt man halt, dass es der Synaptics ist. Das ist mein Touchpad. Und deswegen will ich es natürlich nicht disablen. Ja, der Rest, wie zum Beispiel QuickTime, iTunes und so, da kann man ja selber entscheiden, wie man das beim Starten wirklich mitstarten oder nicht. Dann klickt man einfach auf OK. Man muss neu starten und schon ist der Tweak abgeschlossen.